Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu iFixit, dem Handwerker-Simulator. Wir haben letztens mal wieder diese wunderschönen Pferde hier begutachtet. Ich würde sie gerne streicheln, aber es ist mir nicht erlaubt und gestattet. Naja, egal. Das hilft nichts. Wir müssen weiter zum Auftrag. Wir sind eigentlich dabei zu laminieren, aber ey, wenn Pferdchen im Spiel sind, ne, also dann sehe ich rot, also lauschmäßig. Einfach nur weiter der Straße folgen, was hier passiert. Das hatten wir doch schon mal, dass hier irgendwie Clusterfuck war. Warte mal. Ich bin etwas in Sorge. Ist mir Zeug rausgefallen? Nee, ne? Okay, ja, wir werden es ja dann gleich vor Ort sehen, ob was fehlt. Wir müssen hier einmal die Ampel umfahren. Weil sich die KI meinte, nur nö, 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 nö. Und dann, jetzt ist die Frage, wie man da am besten hinkommt. Wir fahren mal einfach außen rum. Das war doch auch der Ort hier, wo wir mal die Hecke geschnitten haben, oder? Diese massive, mächtige, ultra krasse Hecke. Oh mein Gott! Nein, das ist doch nicht wahr! Och nö! Und dann fährt er einfach weiter, die Sau. Ah, das gibt's doch jetzt nicht. Oh nee, das tut ja richtig weh. Ja, und wir sind so kurz vorm Ziel. Wir sind doch quasi da. Ich habe halt nicht auf den Verkehr geachtet, weil ich irgendwie einen Eingang zu dem blöden Kackhaus gesucht habe. Wenn du hier durch meine Scheiße durchfährst, Junge, ne? Flipp ich aus. Oh nee. Diese Schmerzen. Okay, wird alles gut. Ey, das Zeug ist stabil, keine Sorge. Wollen wir wetten, dass die Hälfte schon fehlt, weil sie irgendwie in den Boden geklippt ist oder sowas? Ohne Spaß. So, alles wieder eingeladen, kann weitergehen. Sieht ein bisschen unglücklich aus, aber wird schon. Also angeblich ist das hier irgendwo. Ich finde nur keinen Zugang. Hier geht's irgendwie rein, aber hier ist das nicht. Ich... Keine Ahnung, Mann, wo ist denn das? Wir fahren mal weiter, vielleicht gibt es da so einen Innenhof oder sowas. Okay, also ich weiß nicht, ich würde da... Hier, da geht's rein. Ja, guck mal, ich habe den Innenhof gefunden. Da sind wir richtig. Boah, richtig schön hier. Also, naja. Mittelprächtig schön, sag ich mal. Ich glaube, man fängt mit den Dämmungsdingern an, ne? Oder? So würde ich das jetzt verstehen, dass wir mit den Dämmungsplatten starten. Versuchen wir mal unser Glück. So, rein hier. Der angezeigte Bereich muss vollständig mit Laminat ausgelegt werden. Okay, also hier alles. Einfach alles. Okay. So, absetzen. Öffnen. Los geht's. Müssen wir nicht diese Dämmschutzplatten da jetzt hin tun? Nein? Bin sehr verwirrt. Ich dachte, man fängt mit den Dämmschutzplatten an. Oder gibt es einen gewissen... Ach, ich muss hier anfangen, alles klar. Es gibt natürlich einen vorgegebenen Startspot. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, ja. Nun? Da geht's weiter, okay. Man sieht auch oben, wie viele Platten man noch hat und so. Also oben links in der Ecke seht ihr das. Das ist unsere Anzahl an Platten, die wir noch haben. Also da muss ich sagen, das ist ganz gut geworden. Auch das mit dem Highlighten, das klappt jetzt ganz gut. Ich hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser gemacht von der Einfärbung her. Aber, Alter, wie das aussieht. Ey. Alter. Oh Gott. So. Aber das passt schon. Düdelüdü. Okay, ja, ich muss halt echt aufhören, immer so einen Spanndöner vor der Arbeit zu essen. Denn jedes Mal glitscht mir alles aus der Hand, ne? Das ist schon ein bisschen störend, so bei der Arbeit. Ist auch beim Kunden halt nicht so geil. Diese Trittschutzplatten da, okay, die sieht man ja nachher nicht mehr, ne? Da macht das nichts, wenn da überall Dönerflecken drauf sind, aber... Also ich als Kunde, ich wäre jetzt auch nicht unbedingt zufrieden, wenn der Handwerker... den ich mir da bestellt habe, als mit Dönergeruch voll schleimt, ne? Aber Döner ist halt geil. So, guck mal. Und schon dürfen wir jetzt Laminat legen. Und ich habe wieder Material über. Das ist halt doof. Die müssten das, ja, müsste eigentlich runtergerechnet werden, damit man nicht immer so viel Material über hat. Wenn man halt auf 50% stellt. Man kann natürlich sagen, ja, dann stell doch nicht auf 50%. Ja, natürlich. Aber das Spiel könnte sich natürlich anpassen an das, was der Spieler macht, ne?
Aber ich glaube, dieser Wert lässt sich on the fly ändern, deswegen wäre es problematisch. Man dürfte den dann nicht während einer Mission änderbar machen. Dann wird es wieder gehen. So, wo muss ich denn starten? Hier. Ich brauche das. Das Gerät steht jetzt hier einfach rum, weil so wird geschnitten. Achso, hier müssen wir jetzt. Oh, da muss geschnitten werden. Und was mache ich mit dem Kram jetzt? Kommt das weg? Achso, nee, das geht da weiter. Oh, damit der Versatz drin ist. Alles klar. Was? Schnipp. Man sieht, ich habe in meinem Leben noch nie Laminat verlegt, nicht wahr? Und schnipp. Das geht aber dafür, dass ich das noch nie gemacht habe, geht das gut von der Foto, ne? Also ein kleiner Schnippel bleibt da noch über. Ich glaube, damit würde man nicht wirklich nochmal starten, oder? Mit so einem kleinen Mini-Schnippel, das kann ja nur kaputt gehen. Schnipp. Boah, es klappt aber solide hier, ne? Schnipp. Und schnipp. Oh, eben abschneiden den Äumel da, ne? Hier so ein kleines Mini-Stückchen wieder. Zack, wunderbar. Ah, ne, das passt nicht ganz. Da müssen wir einmal wieder bei, einmal einkürzen. Sehr gut. Wo geht's weiter? Da, alles klar. Kann ich den Apparat eigentlich auch, kann man den verschieben? Nö. Der steht immer schön zentral. Und einkürzen wieder, Flupp, danke. Die Mucke, Alter. Und wieder einkürzen, zack. Mir ist das Laminat ausgegangen. Wir müssen einmal neues holen. Die Fliesen sind aber auch ein bisschen... Naja, die haben auch schon bessere Tage hinter sich, ne? Moin, hallo, bitte nicht hier klauen, ja? Ey, was ist mit dir denn los? Jetzt mal aufhören, durch mein Auto durchzulaufen? Bin ich nicht gut. So haben wir ja nicht gewettet, dass man hier einfach durch mein Auto durchgeht. Also was soll sowas denn? Absetzen. Ich möchte das gerne öffnen. Absetzen. Öffnen. Dankeschön. Und weiter geht's. Zack, zack, zack. Und zerschnibbeln. Flup. Oh, das nimmt doch Form an, ne? Und wieder zerschnibbeln. Glock die Glocke. Und schnipp. Ja, ich hoffe, ihr genießt das, wie ich das hier schön mache. Ne? Also, bin mit mir schon zufrieden und im Reinen. Dass ein Read auch mal so schnell gehen würde, ne? Zack, 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 zack. Falschen Beruf gewählt, ne? Ohne Spaß. Und schnipp. Wie lange denn noch? Oh, da oben, der Fortschrittsbalken, der bewegt sich so langsam. Oh, wir müssen nochmal Nachschub holen, Leute. Nützt nix. Nützt nix. Also wie gesagt, ihr könnt das frei definieren.
Und man kann runtergehen bis auf 30%, dann muss man noch mehr machen. Aber hier im Zuge einer möglichst umfassenden, ich möchte euch gerne viele Aufträge zeigen, habe ich das auf 50% gestellt. Also wir müssen immer nur die Hälfte machen. Theoretisch kann man dann auch einfach immer nur die Hälfte an Material einkaufen, dann müsste es klappen, ne? Das sollte gehen. Hätte jetzt hier auch funktioniert, tatsächlich. Ich glaube, ich mache das beim nächsten Mal, machen wir das. Oder kaufen wir nur die Hälfte an Material und dann gucken wir. Oh, komm schon, mach's auf. Dankeschön. Und einmal, ne, noch nicht einen küssen, doch da, den Winzlingsrester, zack. Wunderbar. Und, oh, guck mal, wir sind schon bei der Tür jetzt. Und schnipp. Schnipp. So, und damit fangen wir im nächsten Raum wieder an. Dahin. Alles klar. Schnipp. Ich glaube, das ist bis jetzt der längste Auftrag, den wir jemals hatten. Abgesehen vom Streichen. Aber das Streichen hat auch nur so lange gedauert, weil ich nicht gefunden habe, wo man streichen soll. Da wusste ich ja noch nichts über die Magie der Tab-Taste. Das wird halt leider in-game, glaube ich, nicht erklärt. Also im Tutorial wurde das nicht gesagt. Das wäre natürlich nochmal hilfreich gewesen. Aber vielleicht habe ich es auch überlesen. Das kann durchaus sein. Ihr kennt ja meine Aufmerksamkeit. Ich bin da schon krass dabei. So, einen kleinen Schniedel hier nochmal wieder abschneiden. Zack, den kleinen Mini-Zipfel. Yo. Boah, reicht auch jetzt, ne? Dankeschön. Na, wenn das mal nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht, ne? Das mal Laminat verlegen. Warte, hier machen wir schön hier so ein Screenie, oder was? Hier, so gehen wir sogar noch in die Hocke. So sieht das gut aus, oder? Das ist, das zeigt, was wir gemacht haben. Wir haben laminiert. Gut, aus hier, Mission abgeschlossen. Erstmal noch alle Sicherungen ausmachen. So, und dann gehen wir, ne? So. Nicht, dass sich der Besitzer dieser Wohnung noch verletzt oder so, das wollen wir natürlich nicht. Moin, und was geklaut hier? Nee, ne? So ist fein. Gut, dann fahren wir mal zurück. Wir können ja eigentlich, ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder raus. Also ich weiß nicht, ich hätte da so eine Rutschbahn für Kinder hätte ich nicht da oben hingepackt, ne? Also das ist für mich ein sehr merkwürdiger Ort, um eine Kinderrutschbahn aufzubauen, aber okay. So Leute, lasst uns mal nett sein. Wir sind ja ruhige Fahrer. Deswegen halten wir jetzt mal kurz an. Das sind hier ja meine liebsten Lieblingspferde und ich finde, die haben auch mal ein kleines Leckerli verdient. Deswegen hier so eine Schrittprall. Scheiße. Eine Schutzmatte, ne? Einfach zum Reinschmeißen, ups, zum Füttern. Das geht nicht, ich kann die Pferde nicht mehr mit Schutzmatten füttern. Da ist eine unsichtbare, riesige Mauer. Soviel zum Thema, ich will die streicheln. Wäre gar nicht gegangen, weil, ihr seht's. Oh doch, da hört's dann auf. Aha, man muss nur hoch genug schmeißen. Hier, komm mal, ihr kriegt einmal diese Schutzmatten und auch noch ein bisschen Laminat. Dann könnt ihr darauf rumkauen. Bitteschön, lasst euch schmecken, ne? So, guck mal, man muss aber was für die Natur tun, ne? Ich bin ja ein Tierfreund und ich finde, das haben die schon verdient, dass sie so ein kleines Leckerli bekommen, ne? Ja. So, wir fahren weiter. Wieder nach Hause, nehmen die nächste Mission an. Die war jetzt echt lange, also das hat echt lange gedauert. So schnell muss ich jetzt erstmal kein Laminat mehr verlegen. Ich möchte mal gerne den Hochdruckreiniger benutzen. Wow! Leute, was ist denn hier los? Habt ihr nicht gesehen, dass ich rot habe? Jetzt habe ich grün. So, wir halten hier an und laden einmal wieder ab. Wir müssen uns das nur merken, dass wir den Kram noch haben, ne? Zweimal Laminat. Gibt es eigentlich ein Lager oder sowas? Also ich bin mir nicht sicher, ob man sowas einlagern kann. Ich habe halt mein Inventar. Ich kann es aber nicht dem Inventar hinzufügen. Und hier gibt es kein Lager oder so. Hm. Na, wir lagern uns einfach mal draußen. So, was haben wir denn noch für Aufträge? Blümelkübel, langweilig. Ein Lichtschalter hatten wir schon. Waschbecken, Fliesen, wieder Laminat. Hier, Schaukelpferde. Richtig geil.
Ja, dann machen wir die Schaukelpferde, ne? A und B. Okay. Also, auf zum Baumarkt. Schaukelpferd A und B. Jetzt, wo wir wissen, wie man Dinge highlightet und ich den Weg zum Baumarkt auswendig kenne, ist das eine schnelle Nummer. Ne? Keine Sorge, Leute, das geht ratzfatz. So. Einmal hier rum. Moin, hallo. Kann ich da mal vorbei? Kann ich da mal vorbei? Schön. Schön, schön. Aber wenn ich morgen keine Stimme mehr habe. Ah, egal, du. Man muss auch mal ans Limit gehen. Ich muss auch mal wieder was machen. Ich kann nicht nur auf der Couch rumliegen. Geht einfach nicht. Irgendwann wirst du da echt mürbe von, Mann. Scheiß Corona, ich sag's euch. Aber hey, das Schlimmste ist überstanden. Ich kann schon wieder iFixit spielen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wer das nachher erinnert, geht nochmal auf die Suche nach den Safe Games. Ich bin einfach neugierig, wo die sind. Ich habe sie beim besten Willen nicht gefunden. Wirklich nicht. So, Schaukelpferd A und Schaukelpferd B werden sich jetzt reingesnackt. Oh, guck mal hier. Ja, der gehört uns auch noch. Der Hochdruckreiniger. Jawollo. Gut zu wissen, den nehmen wir natürlich jetzt auch mit. Den schmeißen wir da hinten hin und die zwei Schaukelpferde. Wo finden wir das denn jetzt? Ach, hier. Guck mal, das hätten die sogar geliefert. Oder? Diese Dinge müssen nach dem Kauf an der Rampe draußen abgeholt werden. Sag mir bitte nicht, dass ich umsonst... Ich bin umsonst hierher gefahren. Nein, doch nicht. Ein Glück. Okay. Ein Schaukelpferd. Aber ohne Spaß, das sind 1:1 die Dinger, die man kennt, ne? Also als ich ein kleiner Fuchswelpe war, habe ich auch auf diesen Dingern gesessen. Genau auf den. Einmal dieses Motorrad-Auto-Ding und dieser Hase. Genau diese Teile. 1:1 habe ich auf den Teilen schon mal gesessen. So, mal sehen, wie lange das dauert, bis sie rausklötern. Nicht lange, wenn ich mir das hier so angucke. Der Hochdruckreiniger sagt sich auch so, nee, lass mal stecken. Aber der sieht aus wie ein Kränzel. Ein vernünftiges Gerät. Mir nämlich auch so einen schönen Kränzel geholt. Ich wollte ja erst einen Kärcher holen, aber dann wurde ich aufgeklärt, dass das Schrott ist, das ist alles Plastikmüll. Ich muss einen Kränzel kaufen. Das sind die guten. Und der ist auch noch blau. Das hat mich gleich auf mehreren Ebenen abgeholt. So, wo müssen wir denn hin? Oh je, das ist ein ordentliches Stück. Am besten wenden wir und fahren zum Kreisverkehr. Warum ist, glaube ich, einfacher? Hallo? Alter, das gibt's doch nicht. Keine Rücksicht auf Verluste, die rammen dich einfach weg, die Boys. Guck mal, der Hase, der ist gleich am Abfallen. Das dauert nicht mehr lange. Der fällt gleich. Der Hase sagt gleich Tschüss. Du. Boah, ja gut, wir gehen richtig Gas geben wir. Und zwischendrin in diesem Clusterfuck. Unser Hochdruckreiniger, ich find's geil. So muss das sein. Oh ja, einmal ein bisschen hart bremsen, dann klötert das auch wieder zurück. Wo bleibt denn jetzt hier der Kreisverkehr? Bin ich noch richtig? Oh ne, ich habe Scheiße gebaut. Macht aber nichts. Nee, nee. Alles gut, wir fahren einfach weiter geradeaus. Und dann oben rein. Passt. Passt. Alles gut. Alles gut, Leute. Boah, die Beleuchtung sagt hier aber auch so ein bisschen, nee, ich weiß auch nicht. Natürlich sehe ich mal nicht aus. Wir brennen hier die Augen weg, Alter. Holy shit. So, irgendwo müssen wir da oben gleich rein. Alles wird gut. Aber guck mal, inzwischen hat sich alles festgehakt. Da bewegt sich nichts mehr. Das nennt man Ladungssicherung, Leute. Vom Feinsten. Vom Feinsten. Guck mal hier, direkt gegenüber vom Sperrmüllplatz. Da bauen wir die Dinger hin. Hier ist der Ort, wo die Kinder spielen. Ne? Zu nah wieder. Okay, warte, ich fahre noch ein paar Meter weiter. Jetzt aber. Wunderbar. Da schreit der Hahn auch schon. Ja, Hahn ist gut. Ist doch gut, mein Lieber. Meine Lieben, der Hahn ist am Krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle wieder so einen kleinen, muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.